Hier fällt noch Sonnenlicht hin. Hier fällt Sonnenlicht hin. Ja, dann gucken wir mal. Gehen wir zur Abenddämmerung zurück. Auch wenn da alles schon vor die Hunde gegangen ist. So, hier kann ich durchs Portal. Das bringt mich hier unten hin. Hä? Die habe ich doch eingesammelt gehabt, oder nicht? Ja, ein zersplittertes Fragment von weiten Seele hängt an diesem Ort und gedenkt für immer eine Erinnerung von Schuld und Scham zerfressen, die Seele lesen. Die Morgendämmerung erhob sich über den Bergpass, an dem deine Streitkräfte ihr Lager aufgeschlagen hatten. Die ersten Strahlen wärmten die Zelte und erweckten deine bewaffneten Truppen aus ihrem Schlaf. Die Brücke von Yvonne de Vire war ein Fleck am Horizont. Weit wir nachsprechen. Speer berichten, dass ein Dutzend Soldaten die Brücke halten. Was glauben sie wohl, was sie erreichen können? Du hast in den Wind gespuckt und deine Optionen abgewiegt. Niemand hat gesagt, dass es einfach werden würde, aber langsam hast du dich zu fragen begonnen, ob die Welt überhaupt einen Heiligen wollte. Der Dürrwald sicherlich nicht. Nachsprechen. Sie müssen etwas haben, an das sie glauben. Etwas, das sie das Blatt gegen uns wenden könnte. Das war nur laut gedacht, aber ohne Vorwarnung wurde es zu einem dieser seltenen Momente, als eine vertraute Stimme in deinen Gedanken entklang. Iotas, nachsprechen. Es ist möglich. Unseren Gegnern fehlt es nicht an Motivation. Du bist zusammengezuckt, als die Präsenz sich bemerkbar gemacht hatte. Iotas war in letzter Zeit beschäftigt und hatte den ganzen Tag in nachdenklicher Stille verbracht, sich von dir distanziert. Weitwin, nachsprechen, was denkst du, alter Freund? Könnte dies das Ende unseres langen Marsches sein? Du, Iotas, hast dir deine Antwort sorgfältig überlegt. Rimmergrant konnte mit der Unvermeidbarkeit aller Dinge immer leichter umgehen und in diesem Moment hast du ihn beneidet. Iotas, nachsprechen, du und ich mögen fallen, aber unser Vermächtnis wird weiterleben. Wenn nicht an dieser Grenze, dann an einer anderen. Gaun, nachsprechen. Alle Dinge werden im Laufe der Zeit geerntet, Weitwin. Der Dämmerungsstern, nachsprechen. Vielleicht, aber der Tod ist nicht das Ende, das du glaubst. Akzeptiere, was auch immer danach kommt. Sprechen wir Iotas nach. Weitwin nickte und nahm deine Worte auf. Weitwin, nachsprechen. Aber warum versuchen, uns aufzuhalten? Wollen sie dir nicht das Licht sehen, wie wir es tun? Aus irgendeinem Grund war es immer so schwer, Weitwin die Wahrheit zu sagen. Vielleicht waren die Götter einfach aus der Übung. Du wusstest bereits über die Bombe Bescheid und du hast dich entschieden, trotz dieses Wissens nichts zu unternehmen. Aber Weitwin verdiente eine Antwort, selbst wenn es nicht die ganze Wahrheit war. Iotas, nachsprechen. Wandel ist qualvoll, die Sterblichen kämpfen, um ihn zu vermeiden. Aber im Laufe der Zeit holt er sie doch immer ein. Gaun, nachsprechen. Die Nacht bringt Schrecken, aber sie ist notwendig. Die Gestandenen werden sich immer gegen das erheben, was ihnen Angst macht. Der Dämmerungsstern, nachsprechen. Manchmal müssen die Gestandenen selbst lernen und wir sind naiv zu glauben, dass es ausreicht, ihnen den Weg zu zeigen. Wow, das wird hier jetzt immer... Ja... Philosophischer war das Wort, was ich gesucht habe. Nehmen wir den Dämmerungsstern. Weitwin sah hinaus auf die Brücke von Yvonne de Vire und fragte sich, ob er bereit sei, sich der Abenddämmerung zu stellen. Seine Gedanken waren ein friedlicher See. Dann sprach er erneut und überraschte dich dieses Mal. Weitwin nachahm. Diese Verteidiger sehen mich über den Glauben hinweg, um sich gegen einen Gott zu stellen. Sie sind hier, um für alles zu kämpfen, das sie zusammen aufgebaut und erschaffen haben. Weitwin begann zu verstehen. Eine Schande, dass er nicht lange genug leben würde, um es wirklich auskosten zu können. Weitwin nachahm. Gestandene müssen gemeinsam die Morgendämmerung entgegensehen, nicht auf sie angewiesen sein. Wir sind zuallererst uns gegenseitig verpflichtet. Du wolltest Weitwin sagen, wie stolz du warst, aber er brauchte nicht länger die Zustimmung eines Vaters, um zu wissen, dass er recht hatte.
Das hat dich noch trauriger gemacht als das Wissen darum, dass Whitewind seinen letzten Sonnenaufgang gesehen hatte. Was hast du da du eigentlich da drin gesehen? Echte Neugier breitet sich auf Edeas Gesicht aus, als er dir in die Augen blickt. Eotas wollte, dass Whitewind, dass jeder an eine Welt glaubt, in der die Gestandenen über ihr Schicksal selbst bestimmen konnten. Eotas wusste um den Götterhammer, aber er und Whitewind haben die Brücke trotzdem überquert. Eotas hat Whitewind vor dem Kampf beruhigende Lügen in den Kopf gesetzt. Nehmen wir mal wirklich die Eins. Starting wars, knocking over castles, sucking out souls. He sure has a strange way of showing us. Kriege anzetteln, Burgen zerstören, Seelen aus. Das Seelenaussaugen war Taos mit Voidika, nicht Eotas. Er hat wirklich eine seltsame Art, uns das zu zeigen. Das müsste jetzt aber das letzte Fragment gewesen sein. Of course. So, dann holen wir uns Whitewind wieder. Oh, was sagt eigentlich unser Questlog? Ja, der Augenblick davor. Da war der Götterhammer. Ja, ein Fragment von Whitewinds Seele zeigte, dass er sein Gold ins Erwachsenenalter mitnahm. Ein Fragment von Whitewinds Seele zeigte, dass er sich mit Eotas verband und die Heiligkeit wählte. Ein Fragment von Whitewinds Seele zeigte, dass er letzten Endes seine Rolle verstand und akzeptierte. Whitewinds Seele zeichnet ein Bild des Mannes, der vor seiner Zeit als Heiliger war. Die Erinnerung an sein unversehrtes Sein wiederherzustellen, müsste dazu beitragen, seinen Verstand wieder in Ordnung zu bringen. Whitewind steht in dem Augenblick vor der Katastrophe festgefroren, da ein letzter Aufruf zur Ergebung immer noch auf den Lippen. Versuchen die letzten fehlenden Fragmente von Whitewinds Seele wiederherzustellen. Als die gesamte Seelenenergie, die du auf der Brücke von Ifon de Vir gesammelt hast, in Whitewind zusammenläuft, leuchtet seine Seele auf. Dann reißt er seine Augen auf, als sich eine Welle der Erkenntnis über ihn ergießt. Zusehen, wie sich die Ereignisse entwickeln, würde ich mal sagen. Thank you, friend. I'm struggling to understand it all, but my thoughts are clearer now. Ich danke. Ich kann nicht sagen, dass ich das alles verstehe, aber meine Gedanken sind jetzt klarer. Whitewind schwankt ein wenig. Sein Ausdruck der Verwirrung verwandelt sich in ein breites Grinsen, als er sich langsam wiederholt. I think I accept why this needed to happen. But it is only human to feel conflicted. Ich denke, ich kann akzeptieren, warum dies geschehen musste, aber es ist nur menschlich, sich hin und her gerissen zu fühlen. Ich schätze, der Kreislauf ist jetzt unterbrochen. Ich hoffe, du hast etwas aus dieser Erfahrung gelernt. Nachdem, was du dem Dürrwald angetan hast, hast du das hier verdient und noch Schlimmeres. Sag nichts. Nehmen wir die Eins. Unless you feel like taking it for another go around, I can wait. Außer du hast Lust auf eine weitere Runde. Ich kann warten. Er lächelt schief. There is a lesson, a purpose to the Godhammer that I failed to grasp. Es gibt hier eine Lektion, einen Zweck des Götterhammers, den ich nicht begriff. Whitewind blickt hinaus über die Brücke und achtet besonders auf die Männer und Frauen, die sich zum Kampf aufeinander stürzen. Eothis wanted the people of the world to stand tall, without gods propping them up. Eothis wollte, dass die Völker der Welt aufrecht stehen, ohne dass die Götter sie stützen müssen. The Godhammer didn't just tear Eothis from my body. It drove a wedge between gods and Kith across Aeora. And isn't that just a version of what he always wanted? Der Götterhammer hat Eotas nicht einfach aus meinem Körper gerissen. Er hat in ganz Eora einen Keil zwischen die Götter und die Gestandenen getrieben. Und das ist nicht nur eine Version dessen, was er immer wollte. Also wollte Eotas nur eine Sache, und das ist sterben? Um den Menschen zu zeigen, dass die Götter... Naja, das sind, was sie sind.
Vielleicht hast du recht. Wegen Iotas sahen die Sterblichen mit eigenen Augen, wie ein Gott vernichtet wurde. Ich dachte immer, er wollte das Werk der Engvitano offenlegen. Ich schätze, das ist eine Interpretation. Sag nichts. Nehmen wir die Eins. Taking on that burden of suffering wasn't in Eothis's original plan. But it served him well enough that he was content to keep his distance for a few quiet years. Diese Bürde des Leidens auf sich zu nehmen, war nicht Teil von Eotas ursprünglichen Plan. Aber er hat seinen Zweck gut genug gedient, dass er kein Problem damit hatte, sich für einige ruhige Jahre fernzuhalten. Weitwin zog mit den Schultern. Die Angelegenheit scheint ihn nun weniger zu belasten als zuvor. Now that I'm free, I can feel Oblivion tugging at me harder than before. We won't have time to savor the victory, friend. Jetzt, da ich frei bin, fühle ich das Vergessen stärker an mir ziehen als je zuvor. Wir werden keine Zeit haben, den Sieg auszukosten, mein Freund. Weitwin sieht seine Hände an, die bereits weniger solide wirken, als das weiße Nichts ihn davonzieht. Ihm scheint das nichts auszumachen. Da ich dir geholfen habe, kannst du mir vielleicht gegen eine Drachin zur Hand gehen. Ich muss Eotas gegenübertreten. Würdest du Hilfe leisten? Wenn du bereit bist, weiterzuziehen, dann denke ich, dass du das tun solltest. Ich frage ihn trotzdem mal um Hilfe. Ich hätte mir schon denken können, dass du nicht so weit gekommen bist, nur um mich aus einer unangenehmen Situation, zu befreien. At the risk of sounding ungrateful. It's been ages since I took up a pitchfork against anything larger than a bale of hay. You'd do better without me. Really? Ich will nicht undankbar klingen, aber es ist Jahre her, seit ich eine Heugabel gegen etwas erhoben habe, das größer als ein Heuballen war. Du bist ohne mich besser dran, glaube mir. Wenn du nicht an dich selbst glauben kannst, hast du nicht verstanden, worum es in den Krieg des Heiligen ging. Dann gibt es nichts, was ich tun kann, um dich zu überzeugen. Dann eben nicht. Ich hoffe, das Vergessen bringt dir Frieden. Nehmen wir mal die zwei. I wish I could do more. My time came and went. So ist es. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, aber meine Zeit ist vorbei. I never thought I'd end up on Remergan's grindstone. But now that I'm here, I can't think of a better Oblivion. Hätte nie gedacht, dass ich einmal an Rümergans Schleifstein enden würde. Aber jetzt, wo ich hier bin, kann ich mir kein besseres Vergessen vorstellen. Dann leb wohl, Weitwin. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Ewigkeit, Wächter. Weitwin winkt freundlich, während seine Seele beginnt zu zerbrechen. Edea nickt zustimmend und Xoti reibt sich gedankenverloren mit den Knöcheln über das Kinn. Yeah, be seeing you. Ja, wir sehen uns. Gaungan dich zu deiner Ruhe geleiten. Sie neigt den Kopf. Ja, wir haben die Brücke in Flammen abgeschlossen. Ihr befand es das Beste, wenn Weitwin endgültig vernichtet wird. Ich befreite St. Weitwin aus dem Kreislauf der Zerstörung an der Brücke des Götterhammers. Gut, das heißt, einen habe ich weggeschickt und einen habe ich auf meiner Seite. Dann mal gucken, wen ich hinter Tür Nummer 3 finde. What the? I can't whack him any harder. I think it's beyond me. Wer zur Hölle hat den eingeladen? Wer zur Hölle hat die hinter uns eingeladen? Oh. Nee, wegrennen ist keine gute Idee. Ich habe nur keine Ahnung, wo Alof ist gerade. Gott.
that. Stand together. Ich habe kein Quicksave gemacht. Nein. Mist. Ich habe das jetzt nicht kommen sehen.